Hallo YouTube. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, ich benötige Ihre Hilfe. Es geht um die größten Rätsel dieser Welt. Eines davon ist die größte Theorie, die es in der Wissenschaft zu lösen gilt. Ihr Name, die Theorie von allem. In Deutschland kennt man sie sehr häufig unter der Bezeichnung Weltformel. Seit nunmehr fast 100 Jahren versuchen Wissenschaftler, dieses Problem zu lösen. Bislang ohne Erfolg. Bereits Albert Einstein suchte bis zu seinem Tode vergeblich nach dieser Theorie. Und einer der wohl populärsten Wissenschaftler unserer Zeit, Stephen Hawking, hat sich 2002, 2003 ebenfalls von dieser Theorie verabschiedet. Mein Name ist Kai Gebhold und ich sage, dass ich diese Theorie gelöst habe. Das Problem? Kein Wissenschaftler schenkt mir Gehör. Es scheint so, als seien alle Wissenschaftler mit sich selbst und ihren Projekten beschäftigt zu sein. In diesem Zusammenhang möchte ich den deutschen Physiker Harald Lesch zitieren. Lesch äußerte sich in einem Vortrag im Deutschen Museum zum Thema Wissenschaft für jedermann über die Weltformel wie folgt. Die Weltformelsuche ist in vollem Gange. Die Frage ist natürlich auch, kann sie auch gefunden werden? Denn wenn sie jemand gefunden hat, kann er es irgendjemandem erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Weltformel gefunden und keiner will es wissen von Ihnen. Genau in diesem Dilemma stecke ich gerade. Und aus diesem Grund wende ich mich an die YouTube-Gemeinde, in der Hoffnung, dass Sie mich darin unterstützen können, seriöse Wissenschaftler oder Wissenschaftsjournalisten zu finden, die sich endlich dieser Theorie annehmen. Denn so viel will ich vorweg sagen. Diese Theorie wird eines Tages in der Wissenschaft anerkannt werden müssen. Entweder in dieser Generation oder in der nächsten. Wann auch immer das der Fall sein wird, kann ich natürlich nicht sagen, aber eines Tages wird das geschehen. Und noch etwas möchte ich zu dieser Theorie sagen. Kein Mensch und auch kein Höchstbegabter dieser Welt wird in der Lage sein, die von mir vorgetragene Theorie zu widerlegen. Es gibt Wissenschaftler, die vertreten die Auffassung, dass in einer Population ca. 0,1% Höchstbegabte existieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, 99,9% von uns sind nicht höchstbegabt. Seit einer Hochrechnung der Vereinten Nationen vom 31. Oktober 2011 sollen auf unserem Planeten ca. 7 Milliarden Menschen leben. Auch 7 Millionen Höchstbegabte, das sind 0,1% von 7 Milliarden, werden nicht in der Lage sein, die von mir vorgetragene Theorie zu widerlegen. Und das aus einem unübersehbaren Grund. Die von mir vorgetragenen Gesetze bzw. Prinzipien sind in der Wissenschaft schon mehrfach bewiesen, belegt und anerkannt worden. Einzig und allein die Tatsache, dass die Wissenschaft, die diese Prinzipien bislang noch nicht als die höchsten und zugleich grundlegendsten, sprich fundamentalsten Prinzipien erkannt hat, führte zum Scheitern der größten und vollkommensten Theorie aller Zeiten. Ich sage diese Worte ganz bewusst. Und die von mir vorgetragene Theorie ist weder eine Pseudowissenschaft noch ein Hirngespinst. Diese Theorie existiert wirklich. Sie basiert auf Ihren Forschungsergebnissen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe Ihre Puzzleteile in den einzelnen wissenschaftlichen Teildisziplinen genommen, sie leicht verschoben und zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Und daraus ist ein Weltbild entstanden, das Sie in Erstaunen versetzen muss, beziehungsweise in Erstaunen versetzen sollte. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, ich würde mich freuen, wenn Sie sich wenigstens diese Theorie anhören. Im nächsten Video beginne ich mit meinem Vortrag. Und vielleicht kann mich der ein oder andere von Ihnen unterstützen. In diesem Sinne bedanke ich mich im Voraus schon mal für das Zuhören. Und im nächsten Video beginnen wir mit dem Vortrag.